Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder da bei Alice Madness Returns. Wir haben 42 Minuten Spielzeit schon und einen Fortschritt von satten 2%. Das ist wunderbar, angenehm. So, dann gehen wir mal hier rein. Spiel fortsetzen. Und letztes Mal habe ich was gesucht. Ich weiß nicht, ob ich es schon gefunden habe da, aber hier kann man anziehen. Je nachdem kann man hier Sachen ändern. Also, so wie es aussieht und so. Egal. Gehen wir weiter, wo wir stehen geblieben waren. An so einem Tunnel. Und da schauen wir jetzt mal, was dahinter war. Der Hutmacher verabscheut mechanische Fehlfunktionen. Dieses Desaster ist entweder sein Werk oder sein Untergang. Trenntal. Genau, an dem Tunnel hier. Ui. Das ist ja schon fast gruselig. Gruselig. Uah, Schnecke, übelster Bossfight. Uah. Hey, da war sogar ein Gegner. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. So, was passiert hier? Nichts. Oh, ist die hübsch. Ich finde sie hübsch eigentlich. Irgendetwas ist über uns. Anscheinend. Hier gibt es jetzt Töpfe statt. Oh, ich will aber Schneckenhäuser kaputt machen. Nicht so Töpfe. Oh, ins Dorf der kaputten Kaffee kann. Schön. Die Namen sind wieder so kreativ wie der Japaner, der Designer der japanischen Flagge. Wie heißt der? Ein Geschirr. Ich würde sie lieber Bestecknomen nennen. Ein Asiate. Kann feindlichen Attacken ausweichen. Oh, wie. Ah, das ist neu. Wir haben jetzt eine Vierer-Kombo. Nice. Ich finde den Ort hier witzig, aber ich frage mich echt, wie man hier leben kann. Oder könnte. Gatling! Power! Uiuiui. Ey, die Viecher sind stark. Hui. Die sind verdammt stark. Ich will doch nicht so einfach sterben. So, aber hier gab's noch was. Und zwar... Ups. Wow. Was gibt's hier? Verstehe ich nicht. Aber ich will auch so eine coole Rüstung. Alice in so einer Rüstung. Boah, das wäre Bombe. So, wir haben alles gesehen. Hier, hoffe ich mal.
Verirrt und keinen Schimmer, wohin? Versuche es mit Schrumpfen. Wenn du Falchen siehst. Ja, und das bringt was? Ah, ich verstehe. Wobei ich keine Ahnung habe, was es mit den Falchen zu tun hat. Kommt man hier hin? Eine Flasche! Hier muss noch ein Gegner kommen. Ich laufe jetzt einfach mal so. Genau so könnte es passiert sein, Alice. Kannst du dich noch an den armen Mr. Cook erinnern? Ist gestorben, nicht wahr? Dr. Wilson schließt Selbstentzündung aus. Aber ich vertraue Mr. Dickens. Wartet mal. Okay. Verstehe. Da vorne scheint eine riesige Festung zu sein. Die vom Hutmacher, denke ich mal, oder so. Oh, geil. Ist die Frage, wie kommen wir da hin? Scheint eine Gondel oder sowas darüber zu geben. Ja, scheint zum Hutmacher zu gehen. Ein riesiges Horn. Blase in das Horn. Hui. Das Ding scheint laut zu sein. Schön, die Dinger. Die Domäne des Hutmachers. Fast so erinnere ich sie. Äußerlichkeiten, wie du bestens weißt, können täuschen, Alice. Seit deinem letzten Besuch hat sich vieles verändert. Dr. Bambi sagt, Veränderung sei konstruktiv und anders sei gut. Anders an sich ist weder gut noch schlecht. Ganz sicher bedeutet es nicht dasselbe. Finde den Hutmacher, Alice. Er weiß mehr über anders als du. Aber weiß er auch mehr über den Unterschied zwischen gut und böse? Machst du dir Freunde, Alice? Du bist so zufällig todbringend und gänzlich verwirrt wie immer. Ich bin bis jetzt auch ohne dich zurechtgekommen, Katze. Troll dich in deine armselige Hütte. Ich rufe dich, falls ich dich brauche. Unüberlegt wie üblich. Es geht nicht um Falls, es geht um Wann. Und nun halte ein und den Mund, wie man so sagt. Typisch. Ja, durch die Mauer durch. Ich hatte schon elegantere Auftritte. Ich kann von Glück reden, dass noch alle Knochen heil sind. Klingt nach Rätsel. Ach, und auf einmal hat sie ein neues Kostüm. So während die Seilbahn durch die Wand durchgebrochen ist, das hat sie sich noch schnell geschwind umgezogen. Aber so schlecht finde ich das auch nicht, das Kostüm. Wenn ich ehrlich bin. Liz, weißt du noch,
wie ein Dampfstoß, der dein Kleid bis zum Hals hochgepustet hat? Direkt vor Harrods. Ein Glück, dass deine Unterwäsche gerade frisch gewaschen war. Ja, wir wissen doch gerade in das Hutmachers Domäne rein. Das ist doch ein riesiges Ding, oder nicht? Komisch. Ja, Glitching Löffel. Hau rein. Glitching Löffel, ey. Gibt's hier irgendwas? Ah, ich sehe. Oh, das ist mir jetzt schon zu rätselhaft. Rätselhaft. Oh Mann. Bis jetzt haben wir, glaube ich, schon alle Secrets entdeckt, soweit ich weiß. Bin mir aber noch nicht sicher. Oh. Kann ich... Ja, ja, fuck. Ich wollte nur gucken, ob das eine unsichtbare Wand ist. Leider. Hui, wieder knapp. Vielleicht... Nö. Brathähnchen! Yo! Oder... Wie heißen die Dinger? Die haben auch einen Namen, aber... Boah, jee. Das ist krass. Das ist krass. Das ist Mittelalter-Döner. So. Nee. Wir laufen erstmal hier lang. Ausgewichen. Spacken. Ah, die heißen Dodos, glaube ich. Dodos. Ja, Dodos. Genau. Gleitendes Verfehler. Wo kommst denn du jetzt her? Sag mal. Hier. Was gibt's hier? Hm, Clown. Sehr kleines Zimmer.
So, jetzt haben wir hier schon mal schön alles erkundet. Auch die armen Dodos. Ups, wo war denn das? Hä? Ach, hier lang. Genau. Okay. Okay. Bloß eine Frage. Wo kommen die Dinge her? Man dreht an einem Ventil und von unten kommen Dinge, die erst Luft ausblasen. Das ergibt Sinn. Auf jeden Fall. Hier gibt vor allem vieles Sinn. Ich liebe das Spiel. Das ist einfach so eine Mische zwischen... Das ist einfach die perfekte Mische, finde ich. Genau so Spiel liebe ich. Mit dem gewissen Etwas einfach, mit diesem Speziellen. Was in Alice einfach so das Wunderland ist und das ganze Märchengeratze. Und, hier... Gemetzel oder... Ja, das, man muss es mit irgendwas verbinden. Ich bin gespannt, wo der Hutmacher ist. Da hinten. Oh Mann. Ich will nicht an so Dinger. Hast du Rätselscheiße? Ey, hört auf. Hast du normale Gegner? Das hat sich fast so nach bösen Endgegnern gehört. Zwei Schildmongos. Oh, ich werde sterben. Mit dem Schild kann sie alles zerlegen, was es gibt. Aber. Mit der Warp-Halklinge. Aber die kann sie nicht töten. Fuck. Ja. Das war gerade ein bisschen extrem. Warum treffen die einen trotzdem? Guck, ich weiche aus, aber die treffen mich trotzdem. Ist irgendwie komisch. Fuck. Jetzt muss ich mich anstrengen. Oh, ich will mich nicht anstrengen. Nicht bei dem Spiel. Noch nicht. Klappt das schon besser. Jo, bitte alle drei gleichzeitig. Ey, wie fies ist denn das? Und vor allem aus dem Nichts schlagen die. Einfach aus dem Nichts.
bin doch ausgewichen. Nee, jetzt fuckt mich das Spiel leicht ab. Man kann... Ja, du kannst auch ausweichen. Ja, die treffen mich trotzdem aber. Und ziehen ja gleich mal 5 Herzen. Wie soll man gegen 4... gegen 3 von denen ankämpfen. Wie? Aushalten. Hätte ich im Krieg, hätte ich so bei Ritterschlachten auch mal gern gehabt. Na, endlich. Meine Fresse. Meinst du, warum ich ausweiche? Wie der Hell? Hä? Ne, jetzt bin ich gerade verwirrt. Ne, egal. Ich war gerade verwirrt. Überall dieser gleitende Verfall. Schleimig. Kriechend. Waaah. Igitt ist das. Wow. Heftig. Wirklich richtig schwer zu erkennen. Er erkennt man fast gar nicht. Es leckt auf einmal so. Ist irgendwo. Da ist eine Schweinenase. Oh. Schwer zu erkennen. Ein Körbchen. Mein Herz ist offen, Alice. Nie verschlossen, nie versperrt. Es braucht keinen Schlüssel. Sogar in Metall machen die Ritze rein. Aber durch so ein Schild, nee. Unkaputtbar. Ja, bestimmt. Klar. Was denn sonst? Laufe ich richtig rum? Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Wenn es auch noch chillig wäre, wenn man die Klinge so aufladen könnte irgendwie. Oh, das wäre doch Bombe. So. Dann so ein Powerschlag. Der alles wegfetzt auf einmal. Ich habe zu viel Fantasie.
Es geht hoch und runter. Geht doch. Warum haben wir das vorher nicht geschafft? Wo ist die Schweinenase? Da irgendwo. Hier? Noch weiter hier? Da vorne drin. Nein, hier irgendwo. Fuck, ey. Wo sind die? Sound fuckt das gerade richtig ab, ey. Ach, unter uns. Boah, kein Wunder, ey. Rast ich noch aus. Meine Güte. So. Jetzt haben wir schon 375. Ich glaube, das reicht sogar schon für die, wie heißt der denn? Die Pfeffermühle zum Aufmotzen. Tuning. Ich mag Tuning. Und ich mag die Streifen von der Bohrpfeilklinge. Diese Hiebstreifen. Alice war viel allein, ein introvertiertes und einsames Kind vermutlich. Ihre Schwester, obwohl liebevoll, war zu alt, um Spielkameradin zu sein. Ich habe schon wieder Gegner. Na, wie klar war das dann? Augenpott. Yeah. Hardcore-Gegner. Gegen den können wir wenigstens gescheit kämpfen. Da geht was. Da geht was. Fett normale Gegner endlich mal wieder. Hui.
Ich finde die eigentlich putzig. Der war knapp. Ja, easy. So. Fundbüro. Schön. Bevor gehen wir noch hier hin. Hier gibt's bestimmt auch irgendwas. Oder auch nicht. Doch? Nein. Schade. Hier ist Zeit. Abstauben, Mädchen. Der Hutmacher soll dich doch von deiner besten Seite sehen. Abstauben. Leck das. Warum? Weil wir mit der Aufnahme fertig sind. Das war's. Danke fürs Zuschauen. Wir sind gerade bei mir alle Medien kaputt. Und ja. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.